Herzlich willkommen zu Folge 8 von Subnautica. Wir haben jetzt uns diesen schönen Seekleider gebaut und versuchen jetzt nach Silber zu suchen. Dabei auf diese schöne Höhle hier gestoßen. Silber. Nicht mit mir. So. Mit mehr Luft ist es bestimmt auch angenehmer, das zu durchsuchen. Aua. Aber wir haben schon mal eins. Huch. Außerdem bei mir gerade hier meine Vollbildsperre rausgetan. Enttäuschend leer. Also in den Sandsteinen ist, glaube ich, finden wir wahrscheinlich die Sachen als in den Gold, in den Kalksteinen. Jetzt komm. Ah. Nachricht? Nö. So. Ja, Glas. Sowohl Glas als auch Titan brauchen wir momentan gar nicht. Inventar voll. Na, ich hab dich zu wegschmeißen. Energiezelle, Batterie. Gut, einen Moment. Dann machen wir uns Platz. So, Leuchtfackel. Jetzt auch Feuerlöscher, raus damit. Oh, hier esse ich einfach mal kurz weg, was hier gerade kurz zum Vergammeln ist. Jetzt brauche ich noch Titan. Was haben wir hier drin? Ich hoffe, Titan-Barenzellen auch. Natürlich nicht. Titan und Titanbahn ist wieder was komplett anderes. Okay. Dann hole ich mir eben kurz noch zwei Titanen. Das ist wirklich eine Insel. Eine Höhle. Oh fuck. Ich würde schon sagen, aufheben. Na gut, ich kann auch einfach Metallschrott hier aufheben, was hier rumliegt. Haben wir zwar schon. Na, auch nicht schlecht. Ach man, einen Moment, ich muss mal kurz meine Maus woanders hinlegen. Ich berühre sie im Aus Versehen.
Oh, ist das schön. Schaut euch das an, wie viel wir haben. So gefällt mir das. Kreislauftausch spart Sauerstoff beim Tieftauchen auf die CO2 und erzeugt draußen Atemluft. Hört sich nicht schlecht an, hört sich nicht schlecht an. Was gibt's hier so Neues? Laserschneider. Dieses scheiß Silber immer, es nervt. Wir haben mal eine Nachricht bekommen. Hallo. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's, well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. 40 Minuten so durchhalten, bis Sunbeam da ist. Schaffen wir schon. So. Ich wollte mal eben kurz gucken. 1000 Meter, Alter. Leck mich im Arsch. Scanner, nein. Fasergewebe brauche ich. Wie stelle ich das her? Schlingpflanzenprobe haben wir sicherlich da. In der Kiste. Und Kabelersatz brauchen wir wahrscheinlich jetzt nur noch dieses Silbererz, ja. Lass uns das versuchen zu holen. Standard Tauschflasche fallen lassen. Auf Wiedersehen. Wieder unten aber drei Flaschen rumliegen. Aber bis 1000, das ist echt ganz schön weit. Lass uns erstmal nur diese Sandsteinlauf machen. Guck mal, so viel Luft haben wir noch nicht mal gehabt. Erst jetzt beginnt das unsere alte Luft. Ich glaube, das war diese Vulkanhöhle, oder? Ja, das ist die. Lass uns mal Richtung Landungsplatz gehen. Dass ich mal sehe, wie da überhaupt aussieht. Würde mich auch interessieren. Gucken, wo können wir immer brauchen. Die bessere ist auch Gasmaske, wäre glaube ich echt nicht schlecht, dass wir mal tiefer als 100 Meter gehen können. Aber eigentlich könnten wir doch erst viel später hin. So, dann wieder Silber. Noch ein Silberstück. Kupfer. Oh shit. Deswegen habe ich das hier gleich zur Sicherheit noch eine gebaut. So, du, auf Wiedersehen.
Sunbeam ist aber auch irgendwie ein geiles Name, so also ein geiler Name für ein Schiff. Oh ne, ich kenne ich noch gar nicht. Auge, Auge. Nicht schlechter Name. Auge, Auge. Huch. So, die Schubkanone. Ja, da gehen wir dann mal irgendwann. Huch, da gehen wir dann irgendwann später mal hin. Zum Landeplatz, hat er noch Zeit. Diese Karte, die ich da sehe, ist relativ verwirrend. Meiner Meinung nach, das ist Kalkstein. Das ist echt geil mit dieser Sauerstoffflasche. Silber ist halt nur echt so problematisch, das sich zu besorgen. Nein. Ja, Kupfer. Fischchen. Fischchen. So. Ich habe auch schon, ich glaube, ich muss sogar einen Fisch haben zum Essen, ne? Genau. Das müssen wir dann bestimmt auch demnächst. Es ist halt scheiße dunkel hier wieder. Liegt dran, dass es draußen auch schon wieder dunkel geworden ist und kein Licht reinkommt. Das sehe ich jetzt einmal auf. Wünschen in solchen engen Höhlen ja Rennzwecken. Lass uns Fisch. I got you. So viele Salzsteine sind hier. Ich weiß, um das Essen halt länger nahrhaft zu bleiben lassen. Aber daran habe ich momentan eh nicht so ein großes Interesse. Vor allem im Winter ist doch eh schon so überfüllt. Bin ich doch der einzige Überlebende der Aurora. Bin dann gespannt, ob wir bei der Sunbeam dann auch richtige Leute sehen können. So. Möchte ich einmal das hier. War's das schon? Aha, Kreislauftauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und zeigt draußen Atemluft. Mies gekraftet. So. Behalte es, würde ich nur gerne behalten, ne? Das Problem ist mein Inventar. Ja. So, wir wollten noch was zum Essen machen und vor allem trinken. Ich glaube, es wäre trotzdem immer nicht schlecht, mal immer so mindestens eins irgendwie für längere Zeiten zu behalten, oder?
So zwei Sachen mit Salz zu versehen. So, machen wir natürlich mehr Kupferdraht. So, Missbestand haben wir auch demnächst. So, jetzt sollten wir eigentlich tiefer ins Wasser gehen können. Eigentlich. In der Theorie. War jetzt da raus eigentlich oder nicht? Oh doch, da. Zwei Quarz ist ein Glas. So, gerade irgendwie noch so irgendwie leer zu kriegen. Schwefel will ich halt ungern wegschmeißen. Tischkorallenprobe. Hitspuren wird voller Metallen, die zu Computer herstellen, benötigt werden. Ich will das halt nicht wegschmeißen. Mein Strahlenschutzhelm. Genau hier, ich habe Kupferdraht. Das ist genau das gleiche. Okay, lass mich mal kurz gucken. Da, wir brauchen Blei, Quarz. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was man da wegschmeißt. Was ich jetzt aber gerne tun würde, das jetzt nochmal zu dem anderen Schiff hier gehen, nämlich zur Rationskapsel 17, dann jetzt können wir in die Höhle rein. Gut, dass es wieder dunkel wird. Na, ihr seht, unsere U2-Anzeige geht langsam mal leer. 1 und 1. Ah ne, das ist falsch, wo ich gerade hinfahre. Da hin. Bin ich wieder zur Abholstelle gegangen. So. Vielleicht finden wir noch unterwegs ein bisschen Silber. Ich will dich einsammeln. So. Wasser brauchen wir gefühlt immer was. Hey. So, wie wir in die Höhle reingehen, werden wir uns wahrscheinlich nicht mal angucken. So, das sieht perfekt aus. Will uns denn die Sandbeam abholen mitten im Wasser oder? Egal. Das sehen wir uns dann wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge an. Erst in der übernächsten Folge, aber wir werden uns dann erstmal diese Höhle erkunden und somit bis zum nächsten Mal.